Ski Heil hieß es gestern wieder beim alljährlichen Charity-Skirennen am Semmering. Bei klirrender Kälte und auf eisigen Pisten ging es zwischen den prominenten Teilnehmern ganz schön heiß her. Nicht nur auf der Rennstrecke, auch abseits davon. Da kam es zu hitzigen Diskussionen über die Helmpflicht. Bei der Startnummernausgabe für das traditionelle Skirennen zugunsten der Hilfsorganisation Die Möwe war die Anspannung vor dem Wettkampf den Teilnehmern ins Gesicht geschrieben. Immerhin galt es, diesmal eisglatte Pistenverhältnisse zu meistern. Und gerade bei solchen Bedingungen sollte das Thema Sicherheit im Vordergrund stehen. Nur nicht alle Promis wollten auch Helmis sein. Ich weiß, einen Helm sollte man tragen, nächstes Jahr dann. Also wenn jemand keine Lust hat, einen Helm aufzusetzen, weil er glaubt, der ist unsterblich, dann ist es natürliche Auslese, aber man sollte niemanden dazu zwingen, etwas zu tun, worauf er auch selber kommen könnte. Ich komme eigentlich mit einem schlechten Gewissen, aber ich bin wirklich nicht mehr dazugekommen, mir einen zu besorgen. Aber ich bin eigentlich überzeugt, es ist notwendig, vor allem, weil man auch als vorsichtiger Skifahrer zum Handkuss kommen kann. Jetzt sage ich einmal, für mich, für mein Skifahren selber bräuchte ich es, glaube ich, nicht. Aber man sieht ja, es kann einem plötzlich einer als Geisterfahrer entgegenkommen und dann hast du eigentlich keine Chance. Es gibt ja mittlerweile wirklich tolle Helme. Also man schaut auch nicht blöd aus oder sowas. Es stört auch nicht. Ein bisschen schlechter hören tut man manchmal. Und ich kann es jedem empfehlen, weil so viel los ist auf den Pisten. Auch wenn man noch so gut selber fährt, die kann einen abschießen und du kannst nichts dafür. Und wenn du keinen Helm aufhast, dann kann halt wirklich Schreckliches passieren. Markus Wohlfahrt hatte keinen Helm auf. Der Kopf des Sängers blieb zum Glück heil. Dafür verletzte sich der Vorarlberger am Bein, ausgerechnet vor seiner Karriere als Dancing Star. Ja, du, toller Lauf. Im Ziel hat es mir hingelegt und dann hat es mir verrissen mit den Ski und dann sofort ein Stich. Und das ist sau besser gewesen. Und jetzt fängt es mir an zu schlottern und zittern. Jetzt glaube ich, da ist was passiert. Im nahegelegenen Neukirchner Spital wurde dem Schlagerstar ein Liegegips verpasst. Die Diagnose: Schienbeinkopfbruch und 8 Wochen Pause. Dadurch wird der 48-Jährige auch nicht das Tanzbein bei Dancing Star schwingen können. Seinen Fixplatz bei der Show muss Markus nun abgeben. Ich muss wirklich sagen, ich habe einen Anruf gehabt, dass ich eventuell mitmachen hätte können diesmal, aber nachdem man ja gesehen hat, dass ich ja einen Job habe in einer dritten Liga, bei einer Fußballmannschaft und das wirklich sehr zeitintensiv ist, habe ich für dieses Mal absagen müssen. Ich kann tanzen, genauso wenn ich Skifahren. Darum ließ er auch lieber seine Freundin Uli Kriegler auf die Piste. Und ich sag, so gefährlich. Das ist unfassbar heute. Die unfassbar übertrieben langsame Fahrt von Clerici brachte ihm bei der anschließenden Siegerehrung den Loser-Pokal für die schlechteste Zeit ein. Beste der Promi-Damen war Stögers Herzblatt Uli. Und bei den Männern zauberte der vierfache Ruderweltmeister und Zahnarzt Christoph Schmölzer die Bestzeit am Semmeringer Zauberberg hin. Hey.